Pyros und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute testen wir ein Feuerwerksortiment von Leslie im Cut 1 Bereich. Und zwar heißt dieses Set Light My Fire. Da sind 7 Fontänen drin und die werde ich jetzt einmal rausholen. Dann haben wir hier als erstes die Illusion Fontäne. Dann haben wir hier Pyro Head, Magical. Als viertes haben wir Fire Dice. Dann kommen wir jetzt zu den größeren und zwar haben wir hier Rings of Fire. Die vorletzte Fontäne heißt Stars and Cards und zu guter Letzt haben wir Ballroom Balls. Das sind die 7 Fontänen, die sich drin befinden. Die Namen sind schon mal sehr geil und vielleicht nehmen die Fontänen das auch. Deshalb gehen wir jetzt mal nach draußen und zünden die mal an. Viel Spaß dabei! So, dann fangen wir jetzt an und zwar mit Illusion Fountain. Kurz, aber richtig starkes Crackling, habe ich jetzt so nicht erwartet. Pyro Head. Jetzt zünden wir Magical. Wirklich schöne, kräftige Farben. Jetzt haben wir Fire Dice. Was für abnormales, krankes Cracking, ey. So, jetzt bin ich mal gespannt, was aus Ballroom Balls rauskommt. Und wieder so ein krasses Crackling. Ey, das Set ist jetzt schon zu empfehlen, ganz klar. Ich hoffe, die Nachbarn kommen nicht raus, weil das ist schon echt heftig, was wir hier zünden, ne? So, jetzt haben wir Stars and Cards. Ein ruhiger Effekt, aber auch wirklich schön. Und die letzte Fontäne, Rings of Fire. Auch ruhig und sehr schön. Also das Set von Leslie Light My Fire im Cut 1 Sektor kann man sich auf jeden Fall kaufen. 2 Fontänen mit extrem starkem Crackling und ruhige Effekte für zwischendurch. Einfach genial. So, das war's vom Video und von uns und ja, hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder.